Es ist Dienstag, der 23. März 2021. Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen. Inzidenz steigt weiter an. Präsenzunterricht. Bis Ostern wieder ausgesetzt. Und Entwicklung. Am Packhof soll es endlich weitergehen. Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe vom SKB-Journal. Die Landesinzidenz liegt in Brandenburg zurzeit bei 112 und auch in der Havelstadt steigen die Fallzahlen. Zurzeit haben wir eine 7-Tage-Inzidenz von 72 Fällen pro 100.000 Einwohner. Es gab 3 neue Fälle. In den letzten 7 Tagen gab es damit 52 Neuinfektionen. Die Zahl der Personen in Quarantäne ist auf 295 gesunken. Ja, die steigenden Inzidenzen haben vor allem auch für die Schule Folgen. Die Pflicht zum Präsenzunterricht wurde am Sonntagabend kurzfristig ausgesetzt. Mit Ausnahme der Abschlussklassen können Eltern und Erziehungsberechtigte damit selbst entscheiden, ob ihre Kinder bis zu den Osterferien vor Ort am Unterricht teilnehmen. Das von den Schulen jeweils gewählte Modell des Wechselunterrichts bleibt bis zu den Osterferien weiter bestehen. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Tja, und in diesen Zeiten gibt es auch mal wieder gute Nachrichten, denn am Packhofgelände soll es weitergehen. Nach der öffentlichen Ideensammlung und des Werkstattverfahrens in 2019 wurden Empfehlungen für die zukünftige Nutzung und Gestaltung des Packhofgeländes formuliert und im vergangenen Jahr durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel beschlossen. Jetzt beginnt die nächste Etappe mit dem interdisziplinären kooperativen Gutachterverfahren. Damit werden städtebauliche Ziele für das Packhofgelände formuliert. 3 Bürogemeinschaften aus Architekten, Stadtplanern und Landschaftsplanern wurden mit der Erarbeitung eines städtebaulichen Entwurfs für das Gelände beauftragt. Die Aufgabenstellung wurde bereits im Oktober 2020 versandt. Pandemiebedingt fand der Auftakttermin nun am vergangenen Samstag statt. Der Abschluss des Verfahrens ist für Juni diesen Jahres vorgesehen. Tja, und die Wetteraussichten gehen schnell, denn in den nächsten 3 Tagen ändert sich nicht viel. Hier ist der SKB-3-Tagestrend. Der Himmel bleibt so, wie er ist, leicht bedeckt. Die Temperaturen sind angenehm mild mit 12 Grad am Mittwoch, 14 Grad am Donnerstag und 15 Grad am Freitag. Ja, liebe Zuschauer, das war's aus der SKB-Redaktion für den Dienstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, machen Sie's gut.